Sehr geehrte Mitschaffende, liebe Freunde, liebe Besucher, sehr geehrter Herr Bürgermeister. Herr Busch, erklären Sie doch mal einen Witz. Ich wurde gebeten, bei dieser guten Veranstaltung mit Ihren schönen Gästen etwas zu erzählen. Diese Anfragen sind mir immer etwas sehr Schönes, denn oft sitze ich dann an meinem lustigen Stühlchen an meinem Schreibtisch und denke mir... Wenn einer fragt, Herr Busch, was denken Sie? Dann denke ich an einen Sonntagabend. Ich denke daran, wie ich schweigend und eigentlich ganz glücklich auf dem Sofa sitze. Neben mir sitzt mein Lebenspartner. Ich denke an nichts Böses und plötzlich fällt der Satz. Und? Woran denkst du, Schatz? Wuff, könnte sich da einer denken. Was eine Frage. Kann man da überhaupt einfach so antworten? Schau, Schatz. Wenn sich Sicherheitschief Commander Worf von der USS Enterprise NCC 1701D und Adolf Hitler küssen würden, dann würden sich ihre Bärte nicht berühren. Das wäre für beide schön, denn für eine offen ausgelebte Liebe zum gleichen Geschlecht waren beide nie stark genug. Sollte ich so etwas abends auf der Couch sagen, um den sonntäglichen Frieden zu stören? Humor hätte das ja. Klug wäre es bestimmt nicht. Etwas Besinnliches, Typisches nach dem Tatort Deutsches sollte gesagt werden. Da sagt man dann lieber, mein Schatz, ich könnte morgen eigentlich mal wieder meine leckere Lasagne für uns kochen. Und außerdem denke ich über die Zukunft nach und darüber, was für eine perfekte Mutter du für unsere Kinder Maximilian und Emma sein wirst. In dem Nest mit dem schallsicheren Keller, welches ich für unsere kleine Familie bauen werde. In Bezug auf Kreativität gibt es wohl keinen besseren Lehrmeister als die gute alte Alltagslüge. Wenn ich nun auf dieser Veranstaltung gefragt werde, Herr Busch, was denken Sie? Dann überlege ich, was könnte denn mal interessieren? Ich kann ja wohl kaum einfach nur erzählen, was ich gerade so denke. Wer einmal den Film Was Frauen wollen mit Mel Gibson gesehen hat, der sollte wissen, dass ein pornografischer Dritter Weltkrieg ausbrechen würde, könnte man all die ehrlichen Gedanken von kreativen Männern hören. Also lieber zu etwas ganz anderem. Da wir uns hier in einem Umfeld der nun einmal Kreativen befinden, wäre Kreativität wohl ein Feld, welches man einmal mit Worten beackern könnte. Nicht nur, weil das Wort Kreativität in aller Munde ist, wie der Latte Macchiato am Prenzlauer Berg oder im Viertel, in dem die Bremer Kreative sehnsüchtig auf ihre Gentrifizierung wartet. Zum Thema Kreativität könnte man sagen, Kreativität? Mit der Kreativität ist das so, die hat man oder die hat man nicht. Kann sich bei deinen Eltern bedanken. Kreativität zu erklären, das ist wie ein Witz zu erklären. Noch viel schlimmer, der Versuch, Kreativität zu erklären, er widerspricht der ganzen Idee von Kreativität an sich. Denn entweder sie ist da oder sie ist es halt nicht, aber sie ist kaum erzwingbar. Sie zu erklären, ist wie der Versuch, sich zu verlieben, weil man sich unbedingt verlieben möchte. Bedürftigkeit und Druck verhindern jedes Verlieben. Jede Lockerheit, jede Leichtigkeit. Wir alle kennen diese Momente, in denen Ideen gefragt sind. Irgendwo im Meeting, wo irgendeinem auffällt, na nur aber, gute Ideen her, holen Sie geschwind einen Kreativen herbei. Dann wird stundenlang gegrübelt und am Schluss vergessen, was eigentlich mal alle wollten. Dann macht man ein bisschen skandinavisches Minimaldesign auf die Homepage und baut einen Gefällt-mir-Button ein. Nun ist das Thema heute Kreativität und Humor. In der Ankündigung für den heutigen Abend steht geschrieben, passen Kreativwirtschaft und Humor zusammen? Kann man ernst genommen werden und trotzdem witzig sein? Nun findet hier schon die erste Verwechslung statt. Humor und Witz sind nicht das Gleiche. Überhaupt nicht. So richtig ganz und gar nicht. Vielmehr ist es so, dass Humor und Witz meist das exakte Gegenteil voneinander darstellen. Humor ist der Inhalt, Witz ist die Form. Und hier muss unterschieden werden, vor allem bei denen, die ein Verlangen nach dem Kreativen, nach dem Schöpferischen hegen. In Humor und Kreativität darf nie Form vor dem Inhalt geschehen. Das ist das Grundsätzliche. Der Inhalt der Dinge ist es, welcher die Form vorgeben muss. Form ist nur die Oberfläche,
die den Inhalt begrenzt. Witz ist die Form, die den Humor begrenzt. Projekt ist die Form, die die Kreativität begrenzt. So ist der Witz immer der Wirkung untergeordnet. Ein Witz wird erzählt, um eine möglichst plötzliche Wirkung zu erzielen. Ein Witz ist nur allzu oft eine Waffe. Witze unter Männern werden fast ausschließlich dazu benutzt, den Stand in der Gruppe zu definieren. Er soll verletzen und die Rangordnung in der Gruppe festhalten. Witz ist Wettbewerb. Witz ist immer auf Wirkung ausgelegt. Anders der Humor. Humor ist eine Art und Weise zu leben. Humor ist eine Idee, sein Leben unterhaltsam zu führen. Wer macht schon alleine Witze, aber wer wollte alleine ohne seinen Humor leben? Früher sagte man, der Gentleman legt sich auch alleine im Dunkeln beim Niesen die Hand vor den Mund. Ebenso verhält es sich mit dem Humor. Humor entfaltet seine Wirkung auch in der Einsamkeit, denn er wirkt nach innen. Er zielt auf den Geist, nicht auf die Umwelt. Humor ist die Fähigkeit, Dinge in einen anderen Zusammenhang zu setzen. Humor ist Dialektik und dadurch ist Humor die Fähigkeit, zu überraschen. Humor ist eine Art, die Welt zu sehen. Humor ist Inhalt, nicht Form. Es ist eine Erleichterung und ein Zeichen eines schönen und weisen Geistes, auch auf einem Begräbnis den Humor nicht zu verlieren. Es ist hingegen ein Zeichen von Klotztum, auf einer Hinrichtung Witze zu reißen. Nicht umsonst heißt es Galgenhumor, nicht Galgenwitz. In Kontaktanzeigen wird nach Menschen mit Humor gesucht, nicht nach Typen, die immer Witze reißen. Humor ist die Werft, auf der ein witziges Schiff gebaut werden kann. Was hat das nun mit Kreativität zu tun? Gute Kreativität muss sich verhalten wie Humor, niemals wie Witz. Gute Ideen vorsätzlich und aus dem Stegreif zu verlangen, ist das gleiche wie jemandem den Ellenbogen in die Seite zu rammen und zu sagen, ey, erzähl mal einen Witz. Witz ist für den Humor das, was Projekt für Kreativität ist. Und deswegen ist Kreativität Humor. Beim guten Schöpfen, beim guten Werken, ganz egal ob in Kunst, Design, Wissenschaft oder Wirtschaft, geht es um den Inhalt. Das ist Nachhaltigkeit. Inhalt ist Nachhaltigkeit, Projekt ist Oberfläche, Kreativität ist Inhalt. Nur 10% aller Lacher in diesem Land sind Folge eines tatsächlichen Witzes. Und nur 10% der sogenannten kreativen Produktion dieses Landes sind Ausdruck einer wirklich guten Idee. Kreativität ist kein angeborenes Talent. Sie ist eine erlernte Art zu handeln und Probleme zu beseitigen. Und auch hier gleichen sich Humor und Kreativität. Sie sind psychologische Fähigkeiten, mit sich selbst und seinen Gefühlen konstruktiv umzugehen. Humor und Kreativität sind Stimmungen. Und kreativ und humorvoll ist ein Mensch, der weiß, wie er sich in diese Stimmung hineinversetzt. Diese Stimmung ist aber nichts Neuerfundenes. Sie ist interessanterweise eine Rückbesinnung auf das Kind, das man einmal war. Beide sind eine Form von Offenheit, die nicht allzu selten auf Unwissen und Naivität beruhen. Unwissenheit und Offenheit, das sind beides Grundbedingungen für Kreativität. Erlernte Naivität. Alle sagten, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach machte. Verbohrt und vorurteilsbehaftet kam noch keine gute Idee zustande. Es geht also um Offenheit, um eine offene Geisteshaltung, darum Neues zuzulassen und deswegen auch um Mut und um das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen. Kunst ist nicht die Wahrheit. Kunst ist eine Lüge, die uns hilft, die Wahrheit zu sehen. Das hat der olle Picasso gesagt. Und nichts anderes verhält es sich mit dem, was wir, die wir hier in diesem Raum sind, tun. Unsere Produkte sind meistens Lügen, gut gemeinte Lügen. Lügen mit einer guten Funktion, Menschen und ihr Leben zu verändern. Und das aus der Unbeschwertheit eines Kindes, aus der Unbeschwertheit der Kreativität. Hier treffen wir auf eine Paradoxie. Wie soll man ein Kind bleiben, wenn Lernen Spaß macht und man sich deswegen Dinge merkt, die der Naivität schaden? Genau deswegen kommt hier eine Funktion des menschlichen Geistes zum Tragen, die allgemein eher abgelehnt wird, nämlich das Vergessen. Alles muss vergessen werden, damit es in den Stil, die wahre Kreativität eines Menschen Einzug halten kann. Denn unterbewusst muss entschieden werden, was gefällt und was nicht. Systematische Analyse ist ein Feind der Kreativität. Wie sowieso bewusstes Denken und Entscheiden nicht hilfreich ist, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln. Kreativität braucht Vertrauen in sich selbst. Selbstbewusstsein abseits von ökonomischen Verwertungsstrategien, kurz
Sie braucht Quatsch. Einen riesigen Haufen von Quatsch. Ein Bildhauer sagt, eine Pferdeskulptur würde entstehen, indem man einen Klotz Stein nimmt und den ganzen Müll weghaut, der nicht wie ein Pferd aussieht. So sollte jeder vor seinem riesigen Haufen Quatsch stehen und verschwitzt alles weghauen, was gerade nicht zum Thema passt. Keine Angst, Quatsch wächst extrem schnell nach. Nun ist Kreativität ebenso wie Humor keine allgemeingültige Sprache. Beide leben im Inneren, doch manch einmal befällt einen ja das Verlangen, sich selbst zu zeigen, sei es nun für Geld oder Anerkennung. Manch einmal will man die Öffentlichkeit sich überprüfen lassen, vielleicht einen Witz erzählen. Was sagt ein Kreativer ohne Arbeit zu einem Kreativen mit Arbeit? Einmal Pommes bitte. Um seine Kreativität, seinen Humor überhaupt nach außen tragen zu können, braucht es Werkzeuge der Kommunikation. Dann geht es darum, das eigene Schaffen in zwei Bereiche zu gliedern, in die Aufnahme und in die Umsetzung. Und genau dazwischen, genau zwischen Aufnahme und Umsetzung, dort steht die Idee. Dort ist sie, die Kreativität. Sie ist, wenn man so will, das Jetzt des Dr. Faust. Zwei Zustände des Geistes müssen unterschieden werden, der offene und der geschlossene. Dem Zustand der Aufnahme und dem Zustand der Umsetzung. Am besten wäre es, die Welt durch die Augen eines Kindes zu sehen und mit dem Mund eines alten Menschen davon zu erzählen. Und währenddessen immer nur das Jetzt, nur die Idee zu sein. Wer die Menschen der Weltgeschichte fragt, die für die wirklich großen Ideen verantwortlich waren, bekommt meist dieselbe Antwort. Ich hatte da eigentlich überhaupt nichts mit zu tun. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Während der Umsetzung, der Realwerdung meiner Idee, stand ich eigentlich nur daneben und es floss durch mich hindurch. Irgendwann war es halt fertig. Und dann am Schluss war es nicht so, wie ich es wollte. Es war einfach ich. Mit allem, was dazugehört.